ausgedrückt. Okay, dann gib mir mal den... das Code. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Okay. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Okay, versuchen wir es mal. Mr. Lane, Sie müssen mir einfach den Code für diese Tür verraten. Und warum bitte sollte ich das müssen? Weil Sie für die Ermittlungsbeamten der Hauptverdächtige sein werden. Wir wissen beide, dass Sie unschuldig sind, Mr. Lane, aber die Polizei wird das nicht ganz so einfach sehen. Ich könnte Sie von Ihrer Fährte ablenken, aber im Gegenzug bräuchte ich den Code für die Bürotür. Das ist doch lächerlich. Die Polizei hätte weder Motiv noch irgendwelche Beweise. Komisch, dass Sie das jetzt gerade erwähnen. Was ist das? Bewegung? Schauen Sie sich das mal an. Was ist damit? Das ist Ihre Rechnung vom Café nebenan. Und? Sie haben gestern Abend aber eine Menge Champagner getrunken, ohne die Rechnung zu bezahlen. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie seien gestern Abend gar nicht in Paris gewesen. So ungern ich das sage, aber das klingt für mich wie eine Lüge. Ich sag Ihnen was, Sie geben mir den Code für diese Tür und die Polizei braucht von all dem nichts zu erfahren. Das ist lächerlich. Sie haben kein Motiv und nichts, was mich mit diesem Verbrechen in Verbindung bringt. Wie Sie wollen. Ich bekomme diesen Code schon noch. Alter Schwede. Ja, noch ein Schellen. Sie haben mich schon einmal angelogen in Bezug auf Ihren Aufenthaltsort gestern Abend. Es gibt Beweise dafür. Was haben Sie sonst noch zu verbergen, Lane? Das ist doch Wahnsinn. Ich hatte nichts zu schaffen mit dem Mord an dem armen Henri. Jemand hat die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes sabotiert. Ein Kabel wurde durchgeschnitten. Was? Wer konnte sich denn an der Alarmanlage zu schaffen machen? Ja, Sie. Gute Frage. Es war ein Insider-Job, Mr. Lane. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, ich hätte... Nun, ich fürchte, genauso wird das die Polizei aber sehen. Das ist doch absurd. Wie soll ich denn das Kabel durchgeschnitten haben? Ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Was reden Sie da? Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insider-Job. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich glaube Ihnen ja, jedes Wort. Aber wird die Polizei Ihnen auch glauben? Sie haben ein Motiv. Dann ist da der Beweis für die Sabotage. Das zusammen mit diesem Riesenloch in Ihrem Alibi. Schauen Sie, Sie geben mir einfach den Code zum Büro und ich lasse Ihre Probleme verschwinden. Sie, Sir, sind ein Erpresser. Ja, auf Anhieb erkannt. Der Code lautet 6397. Danke. Ihre Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage. Darum geht's ja gar nicht. Ich hatte den Code. Die Polizei würde jeden Moment auftauchen, also musste ich mich beeilen. Wie lautete die Zahl doch gleich? 6, 4, 2? Nein. Niemand rührt sich. Ende auch. Verdammt. Verflucht. Verdammte Kacke. Ich bin Inspektor Navette vom Pariser Dezernat für Schwerverbrechen und ich erkläre ihr mit diesem Tatort für eröffnet. Für gesperrt, wollte ich sagen. Keine Bewegung. Das gilt besonders für Sie da auf dem Boden. Mue, ich will eine totale Abriegelung. Niemand kommt rein oder raus, außer mir, selbstverständlich. Wenige Minuten später. Ich musste wieder in die Galerie hinein, aber ein alter Bekannter bewachte die Tür. Es war Sergeant Mouet. Wir waren uns schon mal begegnet. Ich
Hallo, reden wir mit dir. Sergent Mouy, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Mord. Mon Dieu, der arme Mann. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie, ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Navette. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Tschüss. Er darf jetzt nicht gestört werden. Warum macht er eine Geburt? Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Ah ja. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Ja. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unmüde und möchte nach Hause. Alles klar. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergent Mouy? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ach, was soll's. Zum Verrücktwerden. Sergent Mouy wollte mich nicht reinlassen. Alles klar. Presseausweis werde ich wahrscheinlich nicht wegkommen. Weshalb sind Sie so müde, Sergent Mouy? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Ach, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Ah, schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Okay. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Ach, Mann. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Oh, hast du dir ein Höschen gemacht? Okay. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Hast du dir ein Höschen gemacht? Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ja, hast du dir ein Höschen gemacht? Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Ja, hast du dir ein Höschen gemacht. Vielen Dank, Sergent Mouy. Sie haben mir sehr geholfen. Ich hole dir jetzt was zu trinken, komm. Komm, dahin. Oder bist du ja schon? Okay, mit dir? Was? Achso. Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Aha. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Alles klar. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja?
Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Alter. Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Jawohl. Vive la Revolution. Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Kaffee? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Jetzt kommt's. Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein. Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse. Der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Wow. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. Alter. An jedem anderen Tag hätte ich diesen Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Genial. Genial, also. Gefällt mir. Na gut, komm, machen wir mal hier so Presseausweis, oder? Komm her. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine herzliche, tief empfundene Entschuldigung an. Ja. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté! Die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Nein. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Ah, ja. Monsieur? Der Hammer, der Kerl. Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Ich glaube nicht. Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Alter Schwede. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. So, gehen wir mal gucken. Wie wär's mit einem Kaffee? Genau, gib mir einen Kaffee. Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Okay. Einen Moment. Alle anderen Tassen sind zu schwer wahrscheinlich für dich, oder was? Alter Schwede. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Komm, gib mir noch einen. Der Kaffee war heiß und stark. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. So, und jetzt geben wir dem Polizisten Kaffee, damit er auf Toilettchen geht. Ach, ist das schön.
Jupp. Ah, falsch daneben gedrückt. Sip. Sergeant Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Das ist eine Toilette. Das ist eine Toilette. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ach Gott. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Du hast Pipi in die Hüfte gemacht. Jo, ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Ach, wie süß. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Ja, ja. Also wand ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Alles klar. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Oh. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Ja. Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, er seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen? Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet. Trinken Sie, flüstert sie. Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen. Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergeant. Oh, wie geil. Oh weh, oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgehört. Oh, wie geil. Also, jetzt oder nie. Oh, geil. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Naja, mach du mal. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Ich hab dich angerufen, aber du bist nie rangegangen. Ich hab ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß, aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Maledictio sei böse. Ich muss in das Büro, nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Okay, ohne Ablenkung. Aha. Schau ich mal mit dem. Inspektor Navette, hätten Sie einen Moment? Meine Zeit ist kostbar. Beeilung! Ist der Deutsche? Na gut, fangen wir mal an.
Scheint ja ein ziemlich komplexer Fall zu sein, Inspektor. Ein aus dem Ruder gelaufener Raub. Nicht mehr, nicht weniger. Da ist doch sicher noch etwas mehr dran. Bitte sparen Sie sich die altlosen Vermutungen, Madame. Die Leiche des Opfers zeigt ein klares Bild, verlässlicher als jede Zeugenaussage. Ist das Sehen so? Sie sich das Einschussloch an und beachten Sie zugleich das Fehlen von Blut. Ein zufälliger Mord, nichts weiter. Ah, ja. Finden Sie es nicht komisch, dass der Dieb dieses eine spezielle Bild wollte? Okay. Das Leben ist voller komischer Dinge, Madame. Fingerlose Handschuhe, weißer Hundekot, Nasenhaare. Okay. Da beschäftige ich mich lieber mit Mord. Okay. Wissen Sie, dass die Alarmanlage sabotiert wurde? Ich habe den Tatort untersucht, Madame. Ich bin voll im Bilde über die Ausschaltung der Alarmanlage. Mhm. Ich ziehe biologische Beweise reinen Indizienbeweisen vor. Körperteile, Blut, wichtige Dinge. Okay. Finden Sie nicht, dass der ausgeschaltete Alarm höchst verdächtig ist? Das forensische Team wird bald da sein. Schildern Sie denen Ihre Bedenken. Alter. Lassen Sie mich mit diesem Indizienquark in Frieden. Okay. Machen wir's Könnten alles. Sie etwas zur Sache sagen, Inspektor? Jetzt ist nicht die Zeit, Madame. Okay. Warum sehen Sie sich nicht den Film der Überwachungskamera an? Madame, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich mit der Leiche zu befassen. Aber das Kameramaterial ist ein Beweis. Es könnte den Mörder identifizieren helfen. Ich korrigiere, Madame. Es ist nur ein Indikator. Der einzig wahre Beweis ist Körperflüssigkeit. Okay. Sofern Sie nicht etwas wissen, das mir neu wäre, lassen Sie mich jetzt. Inspektor Navet schien nur Beweise anzuerkennen, an denen Blut klebte. Was halten Sie von dem Amerikaner, George? Er ist zutiefst suspekt. Okay. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt. Wenn ich Navet ablenken wollte, musste ich neue Beweise ausgraben. Oder welche basteln. Und je blutigere, desto besser. Scheiße, was ist das? Oh Gott. Sind Sie Hector Lane, der Kunstkritiker? Enchanté, Madame. Und was sind Sie für ein Engel? Ach Gott, ja. Ich bin Nico Collard, Reporterin. Ah, ein gefallener Engel. Das sind mir die Liebsten. Okay. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde sagen? Es heißt La Maledictio, der Fluch. Ein unbekanntes Werk, erst vor kurzem aufgetaucht. Wer hat es gemalt? Eine mysteriöse Figur namens El Serp, die Schlange. Manche halten ihn für einen Schüler Picassos. Er war gut, aber nicht überragend. Und seine wahre Identität bleibt im Dunkeln. Was können Sie mir über den Diebstahl sagen? Es war ganz entsetzlich. Was wollen Sie denn wissen? Haben Sie mit George gesprochen? Dem Amerikaner? Ja. Er versprach, sämtliche Missverständnisse mit der Polizei zu klären, wegen meiner Anwesenheit hier. Was können Sie mir über Henris Beziehung zur Galerie sagen? Der gute Henri, ein strahlender Diamant im Dunghaufen der modernen Kunstszene. Die Galerie gehörte ihm. Was sollen wir nur tun ohne ihn? Erzählen Sie mir von dem Mord, Monsieur. Es ging alles so schnell. Lassen Sie sich Zeit. Was haben Sie gesehen? Ich bin nicht sicher. Könnte ich Ihre Fragen beim Abendessen beantworten? Oh, hallo, Julia. Tut mir leid, Monsieur. Schaffe ich zeitlich nicht. Haben Sie den Dieb gesehen? Ich hätte ihn mir gegriffen, aber er war zu schnell. Wussten Sie, dass man die Alarmanlage sabotiert hat? Nein, entsetzlich. Deshalb ist der Alarm dann wohl nicht losgegangen. Lügner. Danke für Ihre Hilfe, hat der George schon gesagt. Aus Lane war nichts Brauchbares rauszukriegen.
sah ja schon mal etwas aufgeräumter aus hier. Aber, komm, gehen wir mal eben zu ihm nochmal. Ja? George? Ja, Nico? Warum wolltest du nochmal in das Büro rein? Ich bin ziemlich sicher, der Raub war ein Insider-Job. Und ich glaube, der Beweis ist in dem Büro. Was hält dich dann zurück? Der Super-Sheriff da. Und wenn ich ihn ablenke? Wenn du das tust, kriegst du, was ich dort finde. Abgemacht, George. Ich musste den Inspektor irgendwie von der Tür zum Büro weglocken. So, wie ich schon mal sagte, ich hatte jetzt überlegt, haben wir hier nicht irgendwie Farbe oder irgendwie sowas? Ach, guck mal, da, Tomatenfleck. Die Tomatensoße war auf den Boden gespritzt. Ich verrieb etwas von der Tomatensoße mit dem Schuh. Es sah ein bisschen aus wie ein Blutfleck, aber etwas stimmte nicht ganz. Wenn ich den Polypen ablenken wollte, musste ich den Kaugummi loswerden. Das würde ich auf keinen Fall mit bloßen Händen sauber machen. Ich kratzte den Kaugummi mit meinem Presseausweis ab und hoffte, der Inspektor würde es nicht sehen. Ekelhaft. Es ist nur virtuell, aber trotzdem ist es ekelhaft. Egal. So. So, dann komm mal her. Inspektor! Ja? Komm, kannst du noch mal vorne? Nee. Haben Sie den Fleck dort auf dem Boden gesehen? Sieht aus wie Blut. Tatsächlich. Ist ja kurios. Das muss ich sofort untersuchen, ehe einer dieser Tortel hineintritt. Okay, tschüss. Viel Spaß. Interessant. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für das Gerät. Okay, George. Das sollte ihn eine Weile ablenken. Okay. Gut gemacht, Nico. Ich lasse dich wissen, was ich im Büro finde. Ich war sicher, der Inspektor hatte mich nicht gehen sehen. Aber ich musste mich beeilen, denn bald würde er es merken. Alter, die Figur! Geht's doch! Die Statue war Cass. Aus der Nähe bemerkte ich, dass das Feigenblatt ein Scharnier hatte. Ich will nicht. Zum Glück war niemand in der Nähe, der mir dabei zusah. Ah, doch, wir. Sehr interessant. Oh, geil. Oh, scheiße. Wer kommt denn auf diese blöde Idee? Ein Safe. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ich war ziemlich sicher, dass nicht mal Henri dumm genug war, um ihn hier im Büro zu verstecken. Ach, fuck, Alter. Da ist aber die Überwachungsanlage. Die Überwachungskamera war uralt. Sie machte Einzelaufnahmen und speicherte sie auf Band. Sah aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Aufnahme anzusehen. Fuck, Alter. Okay. Ich musste eine vierstellige Zahl finden. Vierstellige Zahl. Gut. Dann gucken wir mal hier rein. Der Füllhalter könnte nützlich sein, aber er könnte mir auch vollkommen die Tasche versauen. Ich hatte keine Lust auf eine Tasche voller Pieksdinger. Okay. Die Schublade war ansonsten leer. Sicher? Die Mappe sah interessant aus. Das war eindeutig Manipulation von Beweismaterial.
Es war eine Auftragsabschlussbestätigung einer Firma namens Vera Security. Das war nicht die, die wir empfohlen hatten. Henri hatte hinter unserem Rücken eine andere Sicherheitsfirma beauftragt. Okay. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. Warum sollte ich den Tisch nochmal durchsuchen? Wegen dem Henri's Pin? Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Harry Lobsters. Das können wir mal probieren. 1975.